Wussten Sie schon, dass das Finanzamt bei Betriebsprüfungen international arbeitet? Bei Betriebsprüfungen in der EU zwischen Deutschland, Frankreich, Spanien, noch England. Die arbeiten wirklich international. Und ich erkläre mal gleich ganz genau, wie das abläuft und was man dagegen machen kann. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Willkommen auf unserem Kanal Lederer TV. Ich bin Patricia Lederer und ich sag mal Hallo hier wieder aus unserem Lieblingspark hier an der EZB in Frankfurt. Es ist wahnsinnig kalt und wird gleich dunkel. Ich beeile mich also, aber ich muss das unbedingt loswerden. Wir haben eine brandneue Entscheidung reingekriegt vom Finanzgericht in Köln zum Finanzamt, wenn es international arbeitet. Was heißt das genau, international, Finanzamt? Kann eigentlich nicht sein, ne? Amtssprache ist doch Deutsch, laut Abgabenordnung. Schauen Sie gerne mein Video dazu an. Das Finanzamt arbeitet international, so wie wir alle auch. Die machen Geschäfte mit dem Ausland. Das heißt konkret, das Finanzamt prüft Unternehmen in Deutschland, das deutsche Finanzamt. Die machen Steuerprüfungen, Betriebsprüfungen, kommen alle paar Jahre, prüfen 3, 4, 5 Jahre so, allgemein manchmal 10. Wenn dieses Unternehmen dann internationale Geschäfte macht, zum Beispiel, weil sie eine Tochterfirma in Österreich haben, einen Lieferanten in Frankreich, es gibt alle möglichen internationalen Beziehungen, die schaut sich das Finanzamt ganz genau an. Das Finanzamt hat dazu spezielle Auslandsprüfer, so nennen sich die, und die sind speziell ausgebildet, fortgebildet, um genau zu gucken, werden da Steuern verschoben, Gewinne verschoben. Na, auf jeden Fall prüfen die sehr intensiv. Und wir haben immer wieder diese Streitsache, das Unternehmen sitzt in Deutschland, das andere Unternehmen, mit dem man die Geschäfte macht, sitzt jetzt zum Beispiel in Österreich. Das österreichische Finanzamt will natürlich auch seinen Beitrag leisten zur Steuerprüfung. Und das deutsche Finanzamt freut es. Aber so einfach austauschen dürften die ja eigentlich nicht, denn wir haben in der Abgabenordnung das, was sich nennt Steuergeheimnis. Das heißt, meine Steuerdaten müssen hier in Deutschland bleiben und dürfen eben nicht an das ausländische Finanzamt ZB in Österreich weitergegeben werden durch die Beamten. Ja, so weit, so gut sollte man erstmal meinen, ist es aber nicht, denn das Steuergeheimnis kann in der Steuersprache durchbrochen werden. Es sind ganz bestimmte Voraussetzungen, die stehen auch genau in der Abgabenordnung drin, plus minus. Also Anwälte haben da auch noch gut Argumentationsspielraum. In dem Fall, der es konkret jetzt zum Finanzgericht geschafft hat, war es so, dass das Unternehmen gesagt hat, wir berufen uns aufs Steuergeheimnis. Ihr dürft unsere Daten nicht teilen mit dem österreichischen Finanzamt. Und wenn ihr das nicht einseht, klagen wir. Ja gut, dann haben sich wie immer natürlich die Fronten verhärtet. Das Finanzamt hat es natürlich nicht eingesehen. Und wie das bei Betriebsprüfungen oft so ist, das Finanzamt arbeitet da sehr, sehr schnell. Die wollen schnell Ergebnisse haben. Also wollten die natürlich schnell mit den österreichischen Kollegen den Informationsaustausch machen. Und Ziel war die sogenannte Simultan-BP, also Betriebsprüfung in Deutschland und in Österreich gleichzeitig. Ja, das Unternehmen, was das nicht wollte, ist dann zum Finanzgericht und hat gesagt, Finanzgericht Köln, wir wollen ganz schnell eine einstweilige Verfügung, in der Steuersprache einstweilige Anordnung. Und mit dieser einstweiligen Verfügung wollen wir das deutsche Finanzamt stoppen, dass es mit den Österreichern unsere geschützten, vertraulichen Informationen teilt. Das Finanzgericht Köln hat es abgelehnt. Die Entscheidung ist ziemlich neu, die ist vom 12. September dieses Jahr. Ja, und das Finanzgericht hat gesagt, nö, Steuergeheimnis in allen Ehren, aber Betriebsprüfung muss sein. Die Beamten müssen die Daten austauschen können. Und wir lassen das zu. Wir lehnen also deinen Antrag auf einstweilige Verfügung ab. Ja, wie geht das jetzt weiter? Also einstweilige Verfügung ist natürlich so ein Ding, muss man wissen, das ist vorläufig. Das ist kein endgültiges Urteil. Das Unternehmen kann also, so wie jedes andere betroffene Unternehmen, die so ein Problem haben, klagen. Ganz normal klagen beim Finanzgericht und dann als nächstes zum Bundesfinanzhof. Ist auch ein europäisches Thema, ne? Macht also nicht unbedingt beim Bundesfinanzhof Halt. Das ist auf jeden Fall was, was man sich überlegen sollte. Und die ganze Entscheidung, die klingt erstmal drastisch, hat aber auch einen gewissen Nutzen.
Der Nutzen von dieser Entscheidung vom Finanzgericht Köln für mich als Unternehmer ist konkret, aha, wenn die Informationen teilen dürfen, die Deutschen und zum Beispiel die Österreicher, dann nutze ich das doch zum Beispiel, weil ich mache internationale Geschäfte mit Firmen in anderen EU-Ländern und ich habe einen Steuerberater, ich habe einen Wirtschaftsprüfer, ich lasse das vorher abchecken. Nicht vom Steuerberater, Wirtschaftsprüfer selbst, sondern zusätzlich auch vom Finanzamt. Denn das ist der Witz. Wenn die Beamten die Informationen austauschen dürfen, dann kann ich sie dazu bringen, dass sie die Informationen von vornherein austauschen. Die müssen sich an den Tisch setzen. Das nennt sich dann Anhörungsverfahren und das nennt sich dann Verständigungsvereinbarung. Im Endeffekt kann ich erreichen, dass sich die Beamten, die Deutschen und die aus dem europäischen Ausland, an einen Tisch setzen und über mein Steuerproblem beratschlagen. Natürlich zusammen mit meinen Beratern. Dann habe ich das Problem mit dem Klagen am Ende vielleicht nicht so. Denn wenn die sich darauf verständigen, dass sie mein internationales Problem auf gewisse Weise behandeln, kann ich sagen, okay, am Schluss macht einen Stempel drauf und dann habe ich meine verbindliche Auskunft, dass mein internationales Steuerproblem ein für alle Mal für mich klipp und klar gelöst ist. So hat das Finanzgericht Köln ja verschiedene Auswirkungen, diese Entscheidung. Und wenn Sie das interessiert, bleiben Sie in unserem Kanal. Solche aktuellen Entscheidungen haben wir immer wieder in unseren Videos, jeden Freitag. Und auch sonst viel Interessantes zum Thema Umgang mit der Steuer und dem Finanzamt. Jetzt wünsche ich erstmal ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächsten Freitag, 18:30 Uhr. Bis dahin, ciao.